Samstag. Meinetwegen auch der Freitag oder der Sonntag, ist mir auch egal. Hallo und herzlich willkommen Ja, zu einer neuen Folge Starcraft 2, 2 gegen 2. Dann könnten wir vielleicht ein wenig Zeit finden. Ich habe einen Stecker aus meinem Ohr gezogen. Ja, wir reden gerade miteinander, wann wir in die Allianz-Arena fahren. Nein, auf gar keinen Fall fahre ich da rein. Wobei es wahrscheinlich nicht so zieht wie in Berlin. Ich musste einmal in dieses Berliner Stadion, weil wir da auf Klassenfahrt waren. Ich habe noch nie ein Stadion gesehen, wo es so unglaublich zieht. Das war so ungemütlich in diesem Stadion. Ist halt offen, ne? Ja, vor allen Dingen da in dieser Mitte, da wo die Flaggen alle gehisst waren, glaube ich, ist das gewesen. Da ist halt ganz offen. Ist halt nicht geschlossener Kreis. Und dadurch zog das da komplett durch. Und wir waren irgendwie im November oder so da, also... Das war nicht schön. Hat den Ergorix das? Oh, jetzt ist Pikmin am Laufen. Ergorix, ich pushe hier deinen Kanal richtig hart. So, mit Pikmin wird das aber nicht funktionieren. Was hat der denn für ein Holz-PC? Der eine hat noch gar nicht angefangen zu laden. Doch, die Hälfte ist fertig. Also bei mir haben alle geladen, nur der eine ist nur bei der Hälfte. Ach nee, die der Tusgas. Der eine ist schon fertig. Jetzt geht los. Ich bin Terraner. Ich bin Zergi, das war ich auch noch gar nicht. Irgendwie ist das mit den Kabeln hier gerade ganz komisch. Kabeljau! Ich habe sowieso das Gefühl, dass sich mein Kopfhörer jetzt komplett verabschiedet. Aber zu Weihnachten habe ich ja einen neuen gekriegt. AKA gekauft! Nee, den habe ich sogar geschenkt bekommen. Ich habe sogar gesagt, ich möchte genau den haben, den ich schon seit 8 Jahren regelmäßig neu kaufe. Alle 2 Jahre kauft den gleichen Kopfhörer. Aber dann ist der halt immer hin. Aber das ist egal, weil der kostet irgendwie 35 Euro. Besser als wenn ich mir einen 300 Euro Kopfhörer kaufe und dann immer denke, oh Gott, hoffentlich geht er nicht kaputt. Ja, Kopfhörer ist ja auch nicht so... Ja, vor allem, also ich habe halt den ganzen Tag Kopfhörer auf. Jedes Mal, wenn ich vorm Rechner sitze, aber auch morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich ins Bett gehe. Von daher. Also immer, wenn ich zu Hause bin, habe ich diese Kopfhörer auf. Deshalb haben die ordentlich Verschleiß. Und jetzt ist inzwischen der Punkt erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass ich manchmal den Computer deutlich lauter stellen muss, weil ich habe das Gefühl, dass nicht mehr immer Ton ankommt oder nicht mehr so, wie es sollte. Das ist sehr merkwürdig. Ich hatte das ja vorher immer nur beim Bluetooth, das hatte ich ja schon erzählt. Aber inzwischen ist es auch mit Kabel manchmal ein bisschen komisch. Naja. So, der hat diesmal aber auch sehr lange gehalten. Aber das Schöne an dem ist auch, dass da kein festes Kabel dran ist, sodass man häufiger mal das Kabel austauschen kann, weil da fahre ich ständig mit meinem Stuhl drüber. Das gute alte Stuhlproblem. Und dann leidet das Kabel darunter, aber so ein Kabel für 3 Euro auszutauschen ist noch schöner. Man muss immer nur wissen, wie lang es sein muss. Ich kaufe regelmäßig falsche Länge. Das Wichtigste und Vernünftigste wäre ja, gar kein Kabel austauschen müssen. Ja, aber dann musst du ja ständig einen Akku laden. Das ist ja noch nerviger. Ja, ist ein Problem. In der Tat. Weil, also ich habe den ja schon, Kopfhörer habe ich ja normalerweise, also an so einem Wochenendtag, habe ich den ja definitiv mehr als 12 Stunden hintereinander auf. Lange hält ja kein Akku. Zumal ich den ja, wie gesagt, abends mit quasi ins Bett nehme. Das heißt, ich müsste das Ladekabel ja an anderen Positionen noch haben. Warum ist hier nichts? Wir werden geproxied. Nee, die ist doch hier, habe ich schon gescoutet. Wir haben vorne gewollt, wie das schlaue Leute machen. Ach, die sogenannte Vorderwall. Ich verliere leider einen Overlord, das ist sehr ärgerlich. 2 Worker habe ich gekillt. Jetzt hat er alles gepullt. Einen dritten Worker habe ich auch gekillt. Fast noch weggekommen, aber nur fast. Heißt, es hat überhaupt nichts gebracht. Also ihr habt nicht wenige Worker gebraucht. Also was meinst du, ich kann jetzt einfach erstmal Einheiten skippen, oder? Ich pumpe jetzt erstmal ein paar Drohnen. Sind die beide Terraner? Nein, der andere ist Protoss. Das habe ich auch schon gescoutet. Okay, dann baue ich mal so ein Baby. Deshalb hatte ich doch den Stalker vertrieben, sonst... So. Der Terran hat keinen Reaper gespielt. Nee.
habe Marines gespielt, um meine Overlord zu snipen. Hat auch geklappt. Zumindest einen hat er gekriegt. Jaha, sind doch gleich da. Da sind sie doch schon. Kent! Ey, ich hasse das, das zu spielen. Gegen Protoss mag ich das überhaupt nicht. Das ist zwar trotzdem das, was man eigentlich inzwischen macht, Ling. Baneling, Hydra spielt man ja eigentlich auch gegen Protoss, aber es ist was, was ich so gar nicht mag. Deshalb mache ich es einfach nicht. Weil ich es kann. Weil du gut bist, Nemo. Du bist einfach zu World Best bin ich Starcraft 2 E-Gamer. Nee, der weltbeste E-Gamer ist ja nun der Bonschwammer. Der Bonschwammer. Er ist auch der Einzige, aber... Der einzige E-Gamer der Welt. Das E-Gamer ist so ein schlecht... Also es ist... Boah, da kräuseln sich meine Zehennägel hoch bei. Ich werde gescannt. Ja, es geht ja darum, dass es... Also je nachdem, wie halt definiert ist, halt kein Sport ist. Darum, um die Vermeidung dessen geht es ja bei dem Wort, aber... Ja, aber also wenn Darts Sport ist, dann ist Starcraft auch Sport. Aber Darts ist doch, glaube ich, nicht offiziell, also zumindest nicht olympisch, oder? Doch, oder? Olympisch nicht, aber Sport als wird... Gut, ich meine, Schach wird auch als Sportart gesehen. Der Schach hat Bestandsschutz, das ist das Problem. Hast du was gegen wollte ich? Ja, Queens. Sonst ist halt der Leertech noch im Bau, ne? Ah ne, er ist gerade fertig. Ja, aber die sind tot oder weg? Nein, weg. Gut, wird schwierig mit zwei Queens. Nee, mach das nicht. Ja, gut. Das ist ja noch, ich wollte gerade zwei Turrets noch bauen, hab fast zwei Engineering Base nachgeschoben. Ich glaube, er ist wieder da. Ja, er versucht die ganze Zeit hin und her zu machen. Ich hau erstmal nochmal 20 Drohnen raus. Wer Drohnen gegen Voidways verliert, kann einfach mehr Drohnen bauen. So einfach ist das doch. Klingt komisch, ist aber so. Dann ist durch. Und Combat Shield. Och, nicht schon wieder. Kann gerade nicht, ich muss Makro. Ich glaube, die Reste wohl zum Bürger. Ja. Also, wenn du gleich mal irgendwie so zwei Wikinger bauen könntest, wäre ganz nett. Ich habe zwar Hydras, aber die kommen halt da nicht in die Ecke. So, ich höre jetzt mal auf, Drohnen zu bauen. Glaube, hast du schon wieder zu viele? Naja, zu viel Drohnen kann man ja eigentlich nie haben, oder? Ich bin immerhin Zerg. Machst du den da gerade fertig? Mit einem Overlord. Achso. Du hast irgendwie immer sehr merkwürdige Vorstellungen, Herr Rock. Ja, bei dir weiß man nie. Plötzlich ist der Gegner einfach tot. Also es waren jetzt Phoenixes hinterher, ne? Also er scheint offensichtlich auch eher zu committen. Ja, die Voidwits sind inzwischen weggeflogen. Da waren sie sowieso noch nie, wo du jetzt stehst. Ja, aber ich dachte, wenn er noch nicht da war, dann ist er vielleicht irgendwann da. Weißt du, wie das ist, ne? Mal hier, mal da. Ich dachte, dass ich das mal erleben darf. Mal hier, mal da, also ist das eben. Ein paar von euch können mal zur neuen Base gehen, bitte schön. So, haben wir mal ein Sonnending. Wie sieht das denn aus mit Pushen, Herr Rock? Wann möchtest du denn? Ja, er spielt halt wieder Mars Air, deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn wir irgendwann mal angreifen, ne? Gebe ich dem Rock, dem Gorix. Ja, auch dem Rock gebe ich immer recht. Und wir sind wieder Phoenixes. Ich glaube, die Rehs. Unsere Streitkräfte. Ja, wir können von mir aus uns langsam an die Idee machen, aufzubrechen. Da kommst du nicht weiter, sind Turrets. Ja. Da kommst du auch nicht weit, das sind auch Turrets. Jetzt hast
Oingorix. So, ich brauche mal ein paar Oingorix. Auf der Heide ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika. Vielleicht kannst du dir ja vornehmen, fürs neue Jahr nicht zu singen in den Aufnahmen. Nee, das ist nicht machbar. Ich kann doch gar nicht so Bleiblock sein. Aber du bist auch Zerg, du darfst das. So, ich bin gemaxt. Ein bisschen geschummelt, gebe ich zu, aber... Oh, wir sind upgrade-technisch gleich auf. Gleich nicht mehr. Jetzt, ja, nichts mehr. Du bist jetzt, Zerg, du darfst... Und jetzt schon gar nicht mehr. Gut, lass mal hier Rocks rausnehmen. Wir sehen uns doch eh schon. Pass gleich auf, dass du Flügel noch die Teach senkst, ja? Da sind schon Einheiten. Gegner! Kolossus scheiße. Ist aber nicht so viel, was hier ist. Aber hier sind... Kolossus trotzdem scheiße. Die Klumpen halt komplett halt hier. Das hätten wir deutlich besser nehmen können, den Fight. Jetzt rennt er wieder weg, der Rock. Lass mal wenigstens hier alles töten. Aber diesen Fight hätten wir deutlich besser nehmen können. Wir haben ihn aber trotzdem gewonnen. Von daher, alles in Ordnung. Jetzt nicht aufhören. Oh, da ist nochmal ein Tank. Achtung, Tanks. Achtung. Ja, aber wenn ich schnell genug bin, kriegen wir den schon noch. Nicht zu sehr auf das Dings hier gehen, sondern lieber auf Einheiten, ne? Kolosse, kannst du mal was gegen die Kolosse machen? Ja, ich habe halt auch Hydras. Aber auch ein paar Roaches. Ein Koloss, top, bleib hier. Mann, diese scheiß Carrier. Er hat gerade mitten im Tank warpt. Da hat er sich nochmal. Kurz nochmal so. Also nicht, aber bleib mal bei deinen Tanks gerade. Damit ich ein bisschen nachströmen kann. Hast du Gas übrig? Muss mal kurz ein bisschen injecten. Sag mal, wenn es gleich ganz schlimm wird. Danke. Schlimm! Ja. Du hast eingeladen. Herr Rock, laden Sie aus. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Sasuke Dipula wurde mir geschrieben. Was? Warum? Was hast du wieder gemacht? Ja, Gjormund ist ein toller Mensch. Nee, netter Mensch. Netter Mensch. Von diesem Spieler ignoriert. Also Pula heißt doch, ne? Oder nicht? Der Pool heißt das. Nee, ist Pula nicht irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich kenne kein Spanisch. Das ist eine Stadt in Kroatien, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Bruder heißt Rot auf Malaiisch. Ich glaube nicht, dass der Malaiisch geschrieben hat. Er hat auf jeden Fall auch vor dem A ein Leerzeichen gemacht. Das heißt definitiv, er wollte vermeiden, dass das zensiert wird. Apula soll das heißen. Jemand, der, ich vermute, Italienisch kann, kann gerne mal sagen, was das heißt. Wenn es nicht Italienisch war, kann das auch jemand versuchen, der Italienisch kann, aber wahrscheinlich dann nicht übersetzen. Ich kann das gleich nochmal eingeben bei Google Übersetzer. Haben das überhaupt Leute? Dem zuverlässigsten Stück Software der Welt. Wir hätten hier eine neue Aufnahme auch machen sollen. Wir haben doch keine Zeit. Ja, dann schneidest du das Ding halt in der Mitte durch. Nee, nicht, das kann ich jetzt ja nicht mehr machen, ja? Das ist der sogenannte Mittelschnitt. Lass mal ein bisschen früher beenden quasi diese Folge. Also indem wir aggressiv sind. Guck mal, der DLC-Mensch ist auch dabei als Gegner. DLC-Mensch? Gucken, wie lange es dauert, bis er das verstanden hat.
Apropos. Lass du mich mal raus? Das ist aber ein Gegner, das ist dir bewusst, ne? Das macht nichts. Ja, schön, dass du die nimmst und nicht so, dass ich da vernünftig überfliegen kann. Bei der anderen war der Gegner! Dann blockiere ich dir jetzt die Stelle, wo du deinen Cybercore baust. Hast jetzt davon. Bin ja ein guter Teamspieler. Ja, fast funktioniert. Ja, ich hätte ein Stück früher fahren müssen. Mein Scout ist zurück. Ja, kannst reinfahren. Dankeschön. Ja gut, es hat es sehr human. Was ist denn der Gegner? Vorne ruhig den Pfeile, ne? Terraner und Zerg. Also wie gesagt, ich wäre dafür, dass wir das Ganze... Ja, nimmt die Gold übrigens. Also ich bin dafür, dass wir das relativ zeitnah erledigen, dieses Match. Stellen Sie sich das vor? Das überlege ich mir noch. Ich muss erst versuchen, den Reaper zu töten. Nein, hat nicht geklappt. Jetzt hat er geknuspelt. Ja, ich hab gemismicrod. Du kannst die Wall jetzt öffnen, weil Echse und so. Ja, also ich wäre jetzt dafür, dass du gleich einfach auf 7 Gate Robo gehst und alles ist gut. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ja, also eher so, mehr so, wir laufen einfach rein und machen die Fertigung. Ja, genau. Das ist ein solider Plan, wie in Warcraft 3 gesagt werden würde tun. Oder? Willst du mal die eine Probe, die da random rumsteht? Auch jedes Mal irgendwas. Ja, es war ein Waypoint-Fail eventuell. Da ist was. Hab ich genau gesehen. Mavericks. Die müssen wir eventuell gleich helfen. Ich schieße erst auf Rocks. Da ist ein Reaper. Den musst du töten. Zarok, shade mit deinem Adept. Kann nicht mehr shaden. Hab Shade aus. Ja, weiterlaufen. Nicht da stehen bleiben mit dem Shade, Herr Rock. Unten hättest du jetzt abfangen können. Ah, nicht ideal. Ja, machen wir das nächste Mal. Hier steht aber immer noch nie. Hier ist ein Overlord. Los. Bring mir EU5. Crusader Kings 2, 3 kommen jetzt. 3. Digga! Crusader Kings. Hilfe! Das war schlecht. Spitten, Herr Rock, ich bitte dich. Nicht die Rocks angreifen, Herr Rock! Deshalb reißt man vorher die Rocks ab. Das ist genau der Grund. Ja, ist jetzt nicht so gut. Bob gleich auf dem Highground. Ich würde gerne warpen. Mach das doch mal. Das kann ich warpen. Wenn ich meine Geld. Ja, die Worker werde ich vermutlich verlieren. Jetzt kannst du auch wieder nach unten. Wir haben jetzt, glaube ich, genug. Ah, jetzt kommt wieder Terraner mit dazu. Wo bist denn du? Ich habe mich verwarpt. Ich bin hinter den Gebäuden. Ja, toll. Damit haben wir verloren. Wenn du unten gewesen wärst, hätten wir es halten können. Nicht aufgeben, der Gerücks. Nicht aufgeben! Ja, der hat halt die Gold, ne? Goldschmolte, habe ich schon immer gesagt. Ah, die, Alter, weil die ist mit Cyclones kaputt. Die machen ja Damage ohne Ende. Die können halt vor allen Dingen... Der Tank ist kacke. GG! Das war's für heute. Jetzt aber endlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr euch voll klicken und jetzt Aspekt von mir. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.